Ich habe auch sehr viele Hobbys. Primär so Gaming und Superhelden. Und du hast halt auch gar nicht, sag ich mal, es sei denn, du bist jetzt Top-Manager in irgendeinem, ich weiß nicht was für ein Beruf, aber Chemiker, Astronauten, Physiker, keine Ahnung. Sucht euch was aus. Also irgendeinem Beruf, wo du halt so viel verdienst, dass du dir ein halbes Land kaufen könntest, was weiß ich. So ein bisschen Elon Musk-mäßig oder sowas. Ich wollte den Bogen hier nicht, scheiße. Und mein aktuelles Hobby Power Rangers zum Beispiel ist schon relativ teuer. Und da muss ich mich halt auch schon teilweise einschränken. Und zwar nicht gerade wenig, weil sonst A macht mich meine Frau irgendwann einen Kopf kürzer. Und B sagt mein Bankkonto sonst auch Aua, Aua, Aua. Und da sind auch teilweise dann andere Dinge halt auch wichtiger, aber unterm Strich gesehen könnt ihr sich sicherlich vorstellen, was ich meine. Und ich liebe nicht nur Power Rangers, ich liebe auch Marvel, DC und alles, was in irgendeine so Sparte passt. Oh, Gaming und ja, Meister Fuchs was. Und du hast nicht die Zeit und die Kohle, mir das halt alles, wie gesagt, reinzuziehen, sag ich mal, zu geben, zu kaufen. Und das hatte ich garantiert schon mal erzählt. Ich weiß es nicht, ob es in Skyrim war. Ich mache den Kram hier seit fast 10 Jahren. Nächstes Jahr im Oktober werden es 10 Jahre, um genau zu sein. Und da ist es halt so, dass ich dann manches doppelt und dreifach sage. Und oder auch 12-mal. Jedenfalls ist es so, dass wenn ich so mit 18, 20 rum in den Elektronikfachmarkt meiner Wahl, sprich Mediamarkt oder sowas gegangen bin, ohne jetzt Werbung dafür machen zu wollen, dann bin ich durch den Laden gegangen und habe ein paar Spiele gesehen, dachte mir, ja, das ist ganz interessant, kaufe ich, hat man eine Weile gespielt, da hatte man eine Weile was von. Und oder ich bin da durchgegangen, ja, das habe ich schon, das interessiert mich nicht, das habe ich schon, das interessiert mich nicht, das hat mir ein Kumpel ausgeliehen und ihr versteht. Und heutzutage mache ich Steam auf und früher gab es alles noch auf CD, DVD, Disketten, was es da vorher alles so gab. Oder Alter, auf Cartridges für Nintendo-Konsolen teilweise oder was auch immer. Und ja, was soll ich sagen? Zwar auch heute sehr schöne Indie-Titel, die man früher wahrscheinlich sonst nicht gesehen hätte. Aber was soll ich sagen? Es ist einfach so viel Zeug, auch so viel geiles Zeug, dass halt auch vieles auf der Strecke bleibt, weil man fängt ein Spiel an, ja geil, dann kommt das nächste und, oh, und das nächste und was habe ich früher, habe ich, wie ich gesagt habe, ich habe manche Titel wie Zelda, ich habe die hoch und runter gespielt. A hatte ich nicht mehr. Ne? Weil es gab halt auch nicht mehr. Und naja, da gab es halt auch mal ein paar Top-Titel, einfach die so ein, zwei Titel oder vielleicht auch fünf, wenn du Glück hattest, die auf ein Jahr gesehen oder auf 2 Jahre gesehen mal rauskamen, wo du dich dann übelst drauf gefreut hast. Und heutzutage ist es aber so, du kannst dich im Internet nicht frei bewegen, nicht mal ansatzweise, ohne. Scheißegal, wo du bist, du wirst unfreiwillig gespoilert. Selbst wenn du dich von allen Spoilern freihalten willst, kannst du vergessen. Du wirst einfach unfreiwillig gespoilert. Bestes Beispiel, oder sogar zwei gute Beispiele sind Shadow Wiz, ein guter Freund von mir. Und übrigens, die Jungs, die ich immer hier erwähne, und auch die Mädels, immer auch auf meiner Recommended Page, also auf meinen Vorschlägen, auf meine Hauptseite. Viele von uns wollen uns sich halt nicht spoilern lassen. Wir wollen halt unverfänglich in den Film reingehen, im Kino, sofern das wieder möglich ist, oder halt auch auf Netflix oder sowas gucken, oder je nachdem, wo es halt gerade läuft. Disney Plus, übt euch aus. Und dann ist es halt so, dass zum Beispiel jetzt
steht ja der neue Spider-Man vor der Tür irgendwann. Far From Home. Shadowbiz und ich haben uns auch geschafft, keinen Trailer, nichts anzugucken. Dann haben wir extra bei uns, weil einige... Aua. Weil einige uns sich darüber unterhalten wollen oder halt auch die ganzen Marvel-Geschichten auf Disney Plus mit so What If, was gab's da noch? Black Widow. Also Filme wie irgendwie Loki. Wie extra gesagt, ja komm, wir... Oh, ich drauf getreten. Wir wollen uns nicht spoilern. Wer sich unterhalten will, wir richten einen Spoiler-Thread ein, schreibt da drin. Der ein oder andere hat oder wollte es nicht verstehen. Und hat dann halt im normalen Chat, wo jeder lesen kann, weil in so einem Spoiler-Thread musst du beitreten, um aktiv halt was zu sehen. Das haben wir erklärt und jedem und anscheinend hat so, also jeder hat so ein bisschen verstanden. Das haben hier Drache, Vogel, Bär, nee, Wolf, Drache, Vogel, Drache, Vogel, Wolf, okay, machen wir das erstmal kurz, Moment. Und Shadow hat sich dann halt unfreiwillig spoilern lassen. Was natürlich scheiße ist und ich auch. Waren wir natürlich dann halt beide ein bisschen angefressen, aber was willst du machen? Und der gute Traveling Power Rangers Fan, auch einer meiner Freunde, dem ging es ähnlich. Die neue Staffel Power Rangers Dino Fury, da gab es halt auch einen riesen Spoiler. Ich werde jetzt nichts erwähnen, aber es gab halt einen besonderen Gast, sagen wir es mal so, der halt angekündigt wurde. Ich wollte mich auch nicht spoilern lassen. Als ich es gesehen habe, dachte ich, ja geil, hab dann Folge geguckt, war mega. Was Halloween Special und riesen, also auch für die Zukunft, für die nächste Staffel noch so ein paar Sachen, was halt mit dem Charakter zu tun hat und was sie halt alles gezeigt haben. Und wie gesagt, ich will niemandem was spoilern, also guckt die Staffel selber, wenn ihr dann minimal was anfangen könnt. Und wir alle so, ja geil. Na, und er hat es geschafft, spoilerfrei zu halten. Wie gesagt, ich dann Twitter aufgemacht, Facebook aufgemacht, scheißegal. Kannst du, solltest du nicht, weil du wirst einfach in den Timelines, wenn du sofern in irgendeiner Gruppe bist, die was dann am Satz und so, die ballern dich mit Spoilern zu. Und er hat sich dran ferngehalten. Meinte dann nur so im Discord, naja, ich bin jetzt am gucken mit der und der Folge. Und dann schrieb einer von uns im Discord nur so, ja, das sind noch zwei Folgen, bis der und der wieder auftaucht. Und er so, ja, dankeschön, ich hatte mich bis jetzt spoilerfrei gehalten, jetzt hast du mir alles versaut. Ist halt so ein Ding, wie gesagt, das hast du in den 90ern, hast du das nicht gehabt, in den frühen 2000ern, wo das Internet so am, da musstest du auch halt, wenn du irgendwie ein Spiel nicht weiterkamst, musstest du halt dir eine Zeitung für holen, sag ich mal, komplett Lösung. Kaufen oder was auch immer. Das kannst du heute auch noch, aber heutzutage kannst du halt alles im Internet finden, wenn es danach geht. Haben wir dann suchen, Auraflüster. Cool. In der Verjüngung hat man, glaube ich, auch schon mal. Aber es ist halt so, du findest so fast alles heutzutage, je nachdem was es ist und wie beliebt es auch ist, findest du im Internet. Wie gesagt, und bei manchen Sachen wirst du halt einfach von Spoilern erschlagen. Du wirst von Sachen wirklich, es wird dir direkt auf die Nase, ins Gesicht gedrückt, auch wenn du es nicht willst. Du willst einfach in Ruhe gucken, willst es genießen, du musst dich halt vom Social Media, Instagram, Facebook, Twitter, was es ist, musst du dich fernhalten. Ansonsten irgendwelche Pappnasen, die es nicht verstehen wollen. Ja, hier, der, bumm, pff, rein ins Gesicht, ne? Also, du kriegst halt irgendwelche Game Guides, irgendwelche Sachen halt von Spielen, kriegst du komplett von jetzt auf gleich, kriegst du schon unfreiwillig erklärt, obwohl du das Spiel ist gerade mal 2 Tage raus und die Leute sind natürlich wie die Geier und jeder will der Erste sein, der es zeigt, der es dann durchspielt und, ne? Also
Manche Sachen kannst du dir aktiv anschauen, manche nicht. Ihr habt die Gefäße gefunden. Ich war schon besorgt, dass ich euch in den Tod geschickt haben könnte. Nee, das passt schon. Ich meine, mein Let's Play ist jetzt auch nicht groß anders als irgendwo ein Spoiler. Wer es nämlich nicht gespielt hat, der spoilert sich auch. Aber ich gucke ein Let's Play, weil ich weiß, okay, das sind Sachen, die kenne ich. Oder mir macht das nichts aus. Was soll ich denn jetzt mit dem Zeug tun? Als er noch lebte, ließ Hefnorak all sein Blut aus seinem Körper fließen. Ah, ich verstehe. Er wollte seine Macht, dieses Blut, ja, befindet sich in den Gefäßen. Ja, ja. Danach werde ich weiß, ich weiß. Losbinden. Ihr kippt die Plörre jetzt hier rein. Wenn er aufwacht, aber er ist dennoch ein ernstzunehmender Gegner. Seid bereit. Handhalterung? Ja, dann geh. Wandhalterung? Ach, da. Eine? Ach, es ist nur eine Schale, oder? Ich muss mich bestimmt doch drauf setzen und krieg noch eins auf die Mütze oder sowas. Hefnorak. Ach, dann heißt mit einer Maske. Ja, hätte ich mal getroffen. Halten Sie mal still, Kollege. Jetzt aber. Bye. Eine Maske für unsere Sammlung. Ich danke euch. Gerne. Nun kann ich endlich ruhen. Ja, legen Sie sich mal hin. Hefnoraks Eisenmaske. Euch mag sie von Nutzen sein und als eine kleine Anerkennung für eure Heldentat hier dienen. Abgeschlossen. Das böse Lauer. Weg ist er. Ja, wie gesagt, mein Let's Play ist ja eigentlich auch ein Spoiler für euch, aber Hefnorak. Immun gegen Krankheiten und Gifte. Cool. Aber wie gesagt, ein Let's Play gucke ich mir selber an oder da weiß ich, ich lasse mich auf was ein, aber es gibt halt auch diverse Posts. Du kriegst halt einfach alles erklärt, alles gezeigt. Manche Leute, die wollen sich halt profilieren, so hier, das, ich bin der Erste, hier, hallo, hier, ich. Und ich denke, Alter. Ich wollte... Das ist jetzt ganz falsch, wir gehen besser. Und, ja, gut, bei Skyrim, das ist halt, wie gesagt, mal 10 Jahre alt. Da kann ich, glaube ich, nicht mehr allzu viel falsch machen. Aber, Suche Tempel von, Mira Ark und Co., das, wir machen mal das noch und, Wolf, dieses Schild. Wo muss ich denn jetzt hin, um das abzugeben? Hallo? Ah, Haltenring. Einmal zum Jahren. Oh Gott, schon wieder eine Ziege. Hilfe. Nee, nicht der Jarl. Einer seiner Gehilfen. Hi. Sitgeier handelt manchmal etwas. Ausgezeichnet. Ihr habt uns einen großen Dienst erwiesen. Hier ist eure Belohnung. Na dann. Möge die Weisheit auf ewig eurem Pfad erhellen. Dankeschön. Dann geben wir mal noch den Schild ab. Leichte Rüstungen ermöglichen leichtfüßige Bewegungen. Kluger Ansatz. Ach, Sach. Das ist aber neu, ne? Ingun. Sagt mir jetzt auch irgendwas. War das ein Markert? Ja, das war Markert.
Nehmen wir den Schild mal noch ab und dann... Auswärtigen traut man... Was? Quatscht er mich jetzt komisch von der Seite an? Und dann soll das das gewesen sein für heute. Jetzt habe ich auch lange genug über die Vergangenheit geschwelgt. Also gut, ihr beherrscht ein paar Zaubersprüche. Soll ich jetzt beeindruckt sein? Wachen über Probleme, ne? So. Es ist halt, ach, es ist mitten in der Nacht, dann warten wir ein paar Stunden. Wie gesagt, aber es ist so ein paar Dinge, die ich halt tatsächlich vermisse an den 90ern, weil ich habe eine Handvoll Sachen gehabt, wo ich wusste, okay, ich kann das zocken, ich kann das gucken und man wurde nicht von allen Seiten zugeballert, weil du wirst ja auch mit, gut, Jamba und Co., wenn ich daran denke, das war jetzt vielleicht auch nicht das Beste in den 90ern und 2000ern, aber man ist... Man ist halt zwar auch mit einem Scheiß wie Werbung so zugedonnert worden, aber es hält sich halt heutzutage nicht so sehr in Grenzen wie damals. Man kommt da jetzt an, das ist auch sehr schön. Der Hund nervt ein bisschen. Aber kommen Sie mal ran hier. Nachdem ihr mal danach getötet habt, ihr habt das Andenken meines Vaters geehrt. Jo. Und zwar in einem Ausmaß, wie ich es gar nicht mit Worten auszudrücken vermag. Hiermit erteile ich euch die Genehmigung, Eigentum in meiner Stadt zu erwerben. Oh. Sprecht mit meinem Vogt, falls ihr Interesse habt. Und das ist auch für euch. Ein Geschenk aus dem persönlichen Fundus des Jarl. Oh, kein Glashelm, okay. Mein Jarl, was benötige ich hier noch? An meinem Hof wäre noch Platz für einen neuen Tane. Es ist hauptsächlich ein Ehrentitel, aber es gibt auch Vergünstigungen, die jemandem wie euch nutzen könnten. Ich kann diesen Titel aber nur jemandem verleihen, der in meinem Fürstentum bekannt ist und dem mindestens ein Haus in meiner Stadt gehört. Wenn ihr meinen Leuten helft und ein Haus von meinem Vogt erwerbt, mache ich euch zum Tane. Nun denn, Kommando zurück. Wenn ihr mich entschuldigen würdet, ich habe eine Stadt zu regieren. Ja, ich hole mal schnell, ich kaufe mir mal schnell ein Haus, das passt schon. Immer schön den Himmel im Auge behalten, Reisender. Ich bin Igmunds Onkel und sein Vogt. Ich möchte ein Haus kaufen. Prächtig. Derzeit steht auch gerade ein Haus zum Verkauf. Ja, ich kaufe es. Wunderbar. Das. Hier ist der Schlüssel zu eurem neuen Heim. Da helfe ich euch gern. Und natürlich findet ihr in der Fieber... Also, was möchtet ihr gerne kaufen? Kennen wir schon, ich kürze das mal ab. Dekoration? Wie ihr wünscht. Kommt wieder, wenn ihr neue da helfe ich. Ja. Und natürlich findet ihr... Ja. Also, was möchtet ihr gerne kaufen? Schlafzimmer. Sehr wohl. Möchtet ihr sonst noch etwas kaufen? Jo. Sehr wohl. Ich werde alles nötig... Möchtet ihr sonst noch etwas kaufen? Jo. Sehr wohl. Ich werde alles nötig... Möchtet ihr sonst noch etwas kaufen? Alles, ich habe genug Kohle. Sehr wohl. Möchtet ihr sonst noch etwas kaufen? Eingangshalle, ja, wäre sinnvoll. Sehr wohl. Möchtet ihr sonst noch etwas kaufen? Mein Alchemie durch ein Kinderzimmer. Nein, passt schon. Ich habe Briefe zu schreiben. Ach, da ist er. Ja, moin. Gut, euch an meiner Seite zu haben. Kraft meines Amtes als Jarl ernenne ich euch hiermit zum Tane von Reach. Glückwunsch. Ich gewähre euch einen Huskarl, der eurem Haus vorsteht. Muss das sein? Diese Waffe aus meiner Waffenkammer, die euch als Amtszeichen dienen soll. Ich werde auch meine Wachen über eure neuen Titel unterrichten. Sie sollen nicht denken, ihr seid Teil des einfachen Pöbels. Na danke. Wenn ihr mich entschuldigen würdet, ich habe eine Stadt zu regieren. Dann gehen wir mal zum Haus. Dann machen wir da mal aus. Besucht Haus Flindrell, dein neues Anwesen. Wir haben jetzt schon ein paar Häuser. Ihr beschäftigt euch wohl gern mit Alchemie. Tja, ich habe das alles nie so richtig verstanden. Wo ist das Haus? Ich habe hier, glaube ich, noch nie ein Haus gekauft. Das Blut.
blutigste Fleisch in Reach. Hier oben? Ja, hier oben. Okay. Okay. Cool. Na denn? So, Muskel habe ich auch irgendwo rumrennen sehen gerade. Hi. Agris Bollwerk. Okay. Mal ein Mann, keine Frau. Auch interessant. Gut, dann setze ich mich ins Feuer und moderiere mal ab. Die Folgen sind dann ein klein bisschen länger, weil wir noch ein bisschen Überlänge gemacht haben. Also jedenfalls die jetzigen dann von der ganzen Geschichte. Wie gesagt, ich habe viel in der Vergangenheit geschwelgt. Ich möchte die Zukunft nicht missen. Aber dennoch ist manches halt, wie gesagt, wesentlich angenehmer gewesen. Gerade diese, es muss heutzutage alles immer, um das nochmal abschließend zu sagen, immer schneller, immer stressiger, immer mehr, also das ist Arbeit und weiter. Es muss halt immer schneller, 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 immer mehr auf einmal erledigen. Keiner hat mehr Zeit. Und ich habe auch so das Gefühl, dass niemand mehr wirklich Rücksicht auf einander nimmt. Ne? Also ich gebe mir da große Mühe, das nicht zu tun. Also genau, es ging also Rücksicht auf andere Leute zu nehmen und so weiter. Das fängt im Straßenverkehr schon an, mitunter. Oder beim Einkaufen hört dann, wer weiß wo auf, aber naja, ihr könnt euch sicherlich vorstellen, was ich möchte. Vielleicht beim nächsten Mal dazu mehr. Rumgemecker und Geschwelge in der Vergangenheit. Lange Rede, kurzer Unsinn. Vielen lieben Dank wie immer fürs Zuschauen. Vorproduktion sollte jetzt soweit erstmal passen, wenn ich noch was einschieben kann. Also eine Aufnahme. Dann machen wir vielleicht noch eine oder so. Muss mal gucken. Aber so viel Zeit habe ich nicht mehr und Blades of Time müsste ich auch nochmal was aufnehmen, eine Stunde mindestens. Aber soweit sollte es erstmal passen. Dann sind wir versorgt bis Mitte November. Und wir sehen und oder hören uns dann bei der nächsten Runde Skyrim in der Special Edition bei Blades of Time oder was generell noch so ansteht. Alt wie neu. Also bis dato. Bleibt gesund. Reingehauen.